Wir befinden uns mal wieder auf der Mein Schiff 4. Aktuell haben wir heute den 30.01.2024 und wir sind unterwegs in der Karibik. Heute sind wir auf Barbados und ich dachte, ich gehe mal gucken, wo Rihanna wohnt. Der Rihanna Drive ist nämlich Tatsache gar nicht so weit weg von hier. Das heißt, man kann da eigentlich relativ gut hinlaufen. Und ich werde mal schauen, ob ich ihr Haus finde, wo sie gewohnt hat, wo sie aufgewachsen ist. Und dann nehme ich euch einfach mal mit. Als allererstes gehe ich Mittagessen in die Krumess. Und dann gehe ich raus. Es ist 12.06 Uhr. Ich muss gucken, wann wir wieder an Bord sein müssen. Übrigens, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Melanie. Ich arbeite als Crew an Bord im Fototeam. Und hier kommen hin und wieder mal so ein paar Videos, was ich so mache, was wir so erleben und so weiter und so fort. Let's go to eat. So groß ist der Hunger Tatsache noch nicht. Heute gibt es Pfirsich, Duck, also Ente, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, irgendwie sowas wie Upsala Frühlingsrollen, einen Kaffee, Wasser mit Limetten drin und das ist der Ausblick nach draußen. Ist natürlich cool, wenn man dann Seetag hat, wenn man da draußen die Wellen beobachten kann. So, liebe Freunde der geschmackvollen Schiffsunterhaltung. Ich habe es noch nie gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass das Essen in der Krumess manchmal auch nicht so ganz so der Burner ist. Und man denkt, okay, was esse ich denn heute hier? Gucken wir mal nochmal eine Runde rum. Wenn ich zu Hause bin, nutze ich das dann natürlich aus und mache mir nur die geilsten Sachen. Und aktuell bin ich zu Hause und bestelle demnach mit HelloFresh. Schaut gerne mal bei HelloFresh rein, denn dies hat viele, viele Vorteile. Ihr bekommt zum Beispiel die Gerichte alle nach Hause geliefert und ihr bekommt alles super frisch. Bei HelloFresh erspart ihr euch diese ewige Frage, was soll ich denn heute kochen? Denn ihr könnt zwischen vielen verschiedenen Essensrichtungen auswählen, unter anderem vegan, familienfreundlich, fremde Küche. Sehr viele Möglichkeiten sind euch da offen. Ihr bekommt die Rezepte mit Kochanleitung und vorportioniert geliefert, sodass ihr da dementsprechend auch eine genaue Anleitung habt und auch nichts verschwendet. HelloFresh war so freundlich und hat mir einen Rabattcode gestellt. Dieser ist HelloMelly. Dieser ist, Achtung, nur im Juli 2024 gültig. Also seid schnell, wenn ihr da reinschauen möchtet. Ich persönlich bestelle da auch, also alles supi. Ihr könnt das auch monatlich kündigen. Schaut gerne mal rein und viel Spaß weiter beim Video. Da stehen die Kollegen rum. Hallo, hallo. Okay, also das war's mit Mittagessen. So kann ich jetzt natürlich nicht gehen, das ist jetzt aktuell meine Tagesuniform. Schmeißen wir uns mal in Privat und dann let's go. So, schon besser. Ganz wichtig, Mütze und Schultern eincremen, sonst verbrennst du ja echt gnadenlos. Karte habe ich. Okay, wir können starten. Ich bin draußen und wie immer gibt es einmal das Schiff in voller Länge. Es hat gar kein Ende. Okay, auf geht's. Okay, Crew muss am zweiten Tag, also heute 19 Uhr, an Bord sein. Das heißt, wir haben Zeit. So, erstmal muss man hier durch das Terminal durch. Hier kann man diverse Sachen kaufen, wie zum Beispiel Hygieneartikel und Shampoo, solche ganz einfachen Sachen. Aber es gibt hier auch Duty-Free-Shops mit Parfüm
Handgemachtes. Und hier würde ich ganz gern mal reinschauen, weil die haben hier so einen Nagellack, der sich Tatsache bei UV-Einstrahlung verändert. So, ich habe jetzt einen Nagellack gekauft. Die sind Tatsache 10 Dollar. Das ist Indoor. Ich habe den auch gerade schon auf eine Hand und die Nägel drauf gemacht. Und das ist dann Outdoor, wenn Sonne drauf kommt. Okay, gehen wir raus. Noch verändert sich nichts. Dauert auf jeden Fall einen Moment. Aber es wird. Gucken wir gleich nochmal. Gar nicht, ob man was sieht. Es ist einfach unnormal warm heute. Es ist unglaublich. Ich denke mal, es sind vielleicht 10 bis 15 Minuten zum Laufen. Schauen wir mal, wie lange ich brauche. Okay, laut meinem Telefon muss ich jetzt einfach nur noch der Straße folgen. Ich bin, glaube ich, aber auch ein bisschen ungünstig gelaufen, also, naja, what to do, ist halt so. Aber hier sieht es halt jetzt schon gar nicht mehr so glamourös aus, wie bei der schönen Seite. Oh, hier komme ich nicht durch. Es ist unglaublich warm. Also das Laufen ist gerade Tatsache echt anstrengend. Ich würde es ungefähr so auf 34, 35 Grad schätzen. Telefon sagt 29, aber das kann nicht hinhauen, es ist so warm. Okay, ich würde sagen, Halbzeit habe ich. Okay, das ist die richtige Straße. Hat jetzt so definitiv so um die 20 Minuten gedauert. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Jetzt gehen wir mal gucken, welches das richtige Haus ist. Rückwärts habe ich aber definitiv einen kürzeren Weg gefunden als diesen hier. Ich melde mich, wenn ich es habe. Gefunden! Super kleines Häuschen. Okay, in dem Haus ist Rihanna aufgewachsen. Nice, nice. Das ist echt ein super unscheinbares Haus in einer super unscheinbaren Nachbarschaft. Und die Straße ist halt direkt nach Rihanna Drive benannt. Und am Ende der Straße, beziehungsweise am Anfang der Straße, steht das Monument von ihr. Wieder zurück, Home Sweet Home. Ich kann nicht mehr. Ich bin müde, ich bin durchgeschwitzt, ich bin K.O. Okay, ich bin zurück auf meiner Kabine. So frisch geduscht, das tat jetzt so Not. Und laut meiner Uhr bin ich... Es ist... 14.42 Uhr, also ich bin knapp eineinhalb Stunden unterwegs gewesen. Und ich bin ungefähr fast 15.000 Schritte gelaufen. Also die 15.000 mache ich heute aber definitiv noch voll. Oh, ich melde mich dann wieder bei euch. Erstmal ein kleines Nickerchen. Okay, die Melli war nach dem Ausflug zu Rihannas Haus, wo sie aufgewachsen ist, so K.O. Ich war tatsächlich auch ein bisschen überhitzt und
natürlich kein Wasser dabei gehabt. Nehmt immer Wasser in der Karibik mit, wenn ihr rausgeht. Das ist so super wichtig. Unglaublich wichtig. Ich habe den Fehler gemacht, war überhitzt dann dementsprechend und die kalte Dusche hat mich erstmal wieder runtergekühlt. Ich musste mich dann auch erst mal 20 Minuten hinlegen und habe ein kleines Nickerchen gemacht, bevor ich dann wieder in die Gänge kam und habe dann dementsprechend vergessen, das Video zu beenden. Deswegen mache ich das jetzt hier. Ende dieses Monats bin ich auch wieder auf dem Schiff und da kommen auch wieder neue Sachen. Also dauert aber ein bisschen. Also wie immer, bleibt einfach dran. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr nichts, weil es kommt wirklich, wie gesagt, selten was. Weil ich immer nur hochladen, schneiden und hochladen kann, wenn ich wieder zu Hause bin. Habt noch einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade macht und bis demnächst.